Heiland reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab vor Schloss und Riegeltür. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles wird. O Erd, Herr, für dies Blümlein bring, o Heiland aus der Erden spring. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Komm, tröst uns hier im Jammertal, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der bald kommt, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, ganz herzlich begrüße ich Sie hier in der Propsteikirche, die, die uns im Krankenhaus zugeschaltet sind und die, mit denen wir über online verbunden sind. Wir wollen uns jetzt in den Gottesdienst einführen lassen. Am heutigen vierten Adventssonntag stehen wir kurz vor Weihnachten. Heute werden wir Zeugen einer ganz besonderen Begegnung. Zwei Frauen treffen sich. Zwei schwangere Frauen, eine junge und eine alte Mutter. Beide Schwangerschaften sind nicht gewöhnlich. Nein, sie sind wirklich ungewöhnlich, denn diese Geburten verändern die Welt. Allmächtige Gott, erbarme sich der Lebenden und der Toten. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Barmherziger, ewiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz mit ihm zur Auferstehung und ewigen Herrlichkeit. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung aus dem Buch Micha. So spricht der Herr: Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aber aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde, und er wird der Friede sein. Wort des lebendigen Gottes. Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Mag sein, liebe Schwestern und Brüder, dass wir heute kritischer sind als die Menschen vor 50, 60 Jahren und dass wir uns deswegen etwas schwer tun mit manchen Geschichten und Liedern der Advents- und Weihnachtszeit. Da ist von einer besseren Welt die Rede, so schön, dass wir es kaum glauben mögen angesichts unserer meist doch sehr anderen Alterserfahrung. Bei dem ein oder anderen Adventslied frage ich mich allerdings auch, was es einem Menschen geben kann, der so richtig drinsteckt, in tiefen Problemen oder düsterer Sorge um Familie, Gesundheit, Zukunft. Hilft es da, dass Maria durch einen Dornwald ging und die
Dornen und die Rosen getragen hat und die Dornen für sie Rosen getragen haben? Hilft es irgendwem, wenn eine Legende erzählt, wie Maria zu ihrer Cousine Elisabeth ging durchs Gebirge und dass der Weg nicht beschwerlich, sondern angenehm, ein geradezu bequemer Weg gewesen sei? Unser Weg, den wir, jede und jede, auf eigene Weise durch unser Gebirge unseres Lebens gehen, durch dieses Auf und Ab, durch gute und schlechte Zeiten, unsere Lebenswege sind mitunter keine Spaziergänge. Für viele ist es reine Strapaze. Oft genug stellt sich die Frage, warum mir gerade dieses Schicksal zufällt. Warum gerade ich? Ich denke, wir kennen diesen Satz. Dornenwälder gibt es genug, für jeden. Manche von uns gehen täglich darin hin und her, ohne Ausweg. Kein einziger Dorn trägt auch nur eine einzige Rose. Und erst recht spürt man ihn dann nicht, unseren Gott. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Das sagt Elisabeth zu Maria. Wir haben es gerade noch gehört. Maria dürfte damals 16 oder 17 Jahre alt gewesen sein, schwanger war und nichts war in ihrem Leben in Ordnung. Mit Sicherheit hatte sie große Angst, ob und wie es weitergehen würde. Von dieser Maria wissen wir, dass sie manches nicht einordnen konnte, gar nicht verstehen konnte, was ihr mit ihrem Sohn widerfahren ist. Diese doch so merkwürdige Schwangerschaft. Maria wäre am Ende gewesen, wenn nicht Josef sie trotz anfänglicher Bedenken geheiratet hätte. Dann die Geburt im Stall und sofort danach die Flucht ins Ausland vor einem kindermordenden Despoten. Der Sohn war von Anfang an ein eigenwilliger Denker, der so ganz anders als die anerkannten Autoritäten von Gott als von seinem Vater sprach, der sich anlegte mit den Oberen und schließlich hingerichtet wurde wie ein Verbrecher. Maria wird vieles, sie wird das meiste nicht verstanden haben, wie viele Dornenwälder es für sie gegeben hat, mit Sicherheit mehr als nur den einen, wo nichts und gar nichts Tröstliches war. Spätestens unter dem Kreuz wird sie die tiefe Verzweiflung erlebt haben. Und erst danach, als keiner mehr glaubte, dass es überhaupt noch irgendeinen Sinn geben könnte, erst danach konnte Maria ihr Leben und seine Leiden deuten. Sie waren nicht sinnlos und umsonst. Sie waren ein Teil dieser großen Befreiung, die nicht nur Maria selbst, sondern auch uns heute, uns allen Menschen zeigt, dass das Leben stärker ist als der Tod. Unsere Ängste, Zweifel und Verzweiflungen, sie sind nicht der Schlusspunkt unseres Denkens und unseres Lebens. Gott ist da. Er lässt uns nicht allein und gar umkommen in unseren Sorgen. Er ist da, auch wenn es oft, allzu oft danach nicht aussieht. Gott ist immer schon da. Unser Leben und auch unsere Tiefpunkte sind nicht sinnlos. Er selbst geht mit uns durch jede Lebensgeschichte, durch die Höhen, aber auch durch unsere Tiefen. Er, der uns in die Welt gesetzt hat, bleibt unser liebevoller Vater, unsere liebevolle Mutter. Auch dann, wenn wir nur dunkel um uns herum sehen. Auch dann, wenn wir kaum noch mit ihm rechnen. Ob aus den Dornen meines Lebens einmal Rosen werden, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, kein Dorn meines Lebens ist umsonst. Keinen davon wird Gott vergessen.
Er wird sie im wahrsten Sinne des Wortes aufheben. Aufheben in seine Ewigkeit. Jesus Christus, den wir voll Freude erwarten, kommen wir mit unseren Anliegen und bitten ihn. Jesus, wir bitten dich für alle werdenden Mütter, die um eine gute Geburt bitten und sich mit viel Liebe und Hingabe um ihre Kinder sorgen. Christus, höre uns. Jesus, wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen, die durch Gewalt und Missbrauch in ihrem Leben bedroht werden. Christus, höre uns. Jesus, wir bitten dich für alle Christen, die sich in diesen Tagen auf das Fest deiner Menschwerdung vorbereiten. Christus, höre uns. Jesus, wir bitten dich für die Menschen im Nahen Osten und ganz besonders in Bethlehem, die sich um Frieden und Gerechtigkeit in ihrem Land bemühen. Christus, höre uns. Jesus, wir bitten dich für die Kranken und Notleidenden, die sich nach Menschen sehnen, die ihnen nahe sind und sie auf ihrem Weg begleiten. Christus, höre uns. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Heute Morgen werden unserem Gebet namentlich empfohlen Alfons Middendorf und die Verstorbenen der Familie, und wir beten für Ida Sonneck. Und für die aus unserer Gemeinde Verstorbenen über Erden stehenden: Heinz Gockel, Hermann Berief, Franz Josef Linnemann, Markus Winterkamp und Norbert Kneißl. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Lass sie ewig leuchten. Lass sie leben in deinem Frieden. Die Kollekte ist heute für die 5 Kindertagesstätten unserer Pfarrei bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Gaben.
Strahlt von der Klippe auf, neues Licht entströmt der Nacht, nun obsiegt kein Dunkel mehr, und der Glaube trägt das Licht. Gott dem Vater Ehre und Preis und dem Sohn betet, Schwestern und Brüder, dass Gott unserem Vater die Gaben gefallen. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie meinem Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, immer und überall zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Mächte. Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Sei
der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag der Woche, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns alle berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordensleuten, mit allen Männern und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehören sie Christus an. Ihm sind sie gleich geworden im Tod. Lass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Erbarme dich aller unserer Brüder und Schwestern, dass sie auferstehen zur ewigen Herrlichkeit. Nimm sie auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit Maria, der seligen Jungfrau und Gottesmutter, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, St. Stephanus und St. Martin, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus kommt, ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens aufzurichten. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr,
nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu ihm bekehren. Er will lösen unsere Schuld, ewig soll der Friede währen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Seht das Brot des Lebens, das Unterpfand unserer eigenen Auferstehung und ewigen Herrlichkeit, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, wer von diesem Brot isst, wird leben, selbst wenn er in dieser Welt gestorben ist. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes mit Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinen Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dann wünsche ich allen einen guten vierten Advent und gute letzte Tage, bis wir dann zu den Feiertagen gelangen. Geht hin in Frieden. Danke. Der
und nie Gehörtes kündet. Die neue Welt aus Gottes Geist wird in der Welt gegründet. Gott selber kommt den Menschen nahe. Maria aber gibt ihr ja, das Wort wird unser Bruder. Das helle Licht der Ewigkeit trifft unsere Dunkelheiten. Ein Augenblick der Erdenzeit wird Angelpunkt der Zeiten. Gott teilt mit uns ein Menschenlos, vom ersten Tag im Mutterschoß bis in die Nacht des Todes. Maria, du hast ja gesagt zu Gottes Ruf und Gnade, den ganzen Weg hast du gewagt, begleite unsere Pfade, dass ihn, den du empfangen hast, auch unser Herz mit Freude fasst und Raum gibt seiner Liebe.